Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr Lieben, worum geht's heute? Natasha Denona. Um was sonst? Ja, ist klar. Das muss besprochen werden. Und zwar, es geht um die Love Collection von Natasha Denona. Und zwar um diese beiden wunderschönen Paletten. Und bitte, lasst es uns direkt im Intro einmal zelebrieren. Tja, wenn ihr wissen wollt, was ich dazu sage und wenn ihr Swatches auf meinem Gesicht sehen wollt, dann bleibt dran. Es geht direkt los. Ihr Lieben, lasst uns loslegen. Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt bin bei diesen Sachen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Also, ich bin auf jeden Fall total so, wow, voll, yay, jetzt geht's endlich los. Keine Ahnung, warum das so ist. Fragt mich bitte nicht, ich kann es euch nicht erklären. Also, heute machen wir es so. Ich habe die Babys noch nicht angefasst. Reingeguckt natürlich schon, aber noch nicht angefasst. Wir schminken zwei Augenlooks. Einfach so hier ganz entspannt vor der Kamera. Ich probiere die Rouge-Palette aus. Und danach swatche ich das kleine Scheißerchen einmal komplett auf meinem Gesicht. Und dann können wir noch mal gucken, wie sich so die Texturen anfühlen und so weiter. Und ob es sich tatsächlich lohnt, sich das hier anzuschaffen. Das werden wir sehen. Die liebe Franka von Frankas Favorites, ihren Kanal verlinke ich hier oben, macht auch gerade ein Video oder hat auch gerade ein Video zu der Palette hochgeladen. Ich bin super gespannt auf ihr Ergebnis. Ich bin echt gespannt, was sie damit schminkt und wie sie sie findet. Ich weiß, dass sie es dreht, aber wir haben uns nicht abgesprochen oder so. Also ich habe keine Ahnung, was sie dazu sagt. Ich bin selber gespannt. Das heißt, ich werde mir auch das Video direkt angucken, wenn das hochgeladen ist. Guckt bei ihr doch mal einfach vorbei. Dann habt ihr mal zwei Meinungen, auf die ihr euch auf jeden Fall verlassen könnt. So, let's go. Passt auf. Die Lidschattenpalette. Das ist die Love-Palette von Natasha Denona. Hat schon Fingerabdrücke. So sieht sie von innen aus. Ja, guckt sie euch schön an. Ich habe mir extra passend die Nägel dazu lackiert. Also bitte bedenkt das, ja. Ist doch wunderschön, oder? Wundert euch nicht über meine Stimme. Bei mir ist schon wieder Erkältung angesagt, ja? Ist nun mal so. Wir haben hier vier Formulierungen, so wie ich das erkennen kann. Und zwar haben wir einmal die ganz normalen Creamy Mattes. Das sind diese hier zum Beispiel. Der ist ein Creamy Matte. Das, das und das. Dann haben wir diese Cream Powder Dinger, die sich ein bisschen anfühlen wie so Creme-Lidschatten. Dann K, ich glaube K, das sind die beiden, das ist so Crystal, nehme ich mal an. Dann haben wir Duochromes und Metallics. Ja, so sieht's aus. Das ist einfach, natürlich, jeder muss damit selbst so ein bisschen rumspielen, auch mit den Formulierungen. Ich finde diese Cream Powder Dinger, die meiner Meinung nach, also ich habe ganz viele, die sagen, Mensch, die lassen sich total easy peasy verarbeiten, überhaupt kein Problem. Ich finde sie anspruchsvoll, definitiv. Ich ziehe mich ein bisschen ran, Leute. Ist das schlimm? Geht, ne? Ja, geht. Könnt ihr ertragen, denke ich mal. Und zwar, ich weiß gar nicht so genau, was ich schminke. Ich habe mir noch keine großen Gedanken gemacht. Ich weiß nur, dass mich diese Rosatöne extrem ansprechen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Palette, die sowas hat. Ja. Ich fange auf jeden Fall, ich habe hier mein Wayne Goss Nummer 3. Ich fange hier an mit der Farbe Valentine. Das ist so ein Schweinchenrosa, würde ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Wie immer arbeite ich nicht mit dem Pinsel von der, mit dem Spiegel von der Palette, weil ich nicht damit arbeiten kann. Ich habe den MAC Paint Pot drauf und der ist ungesettet, wie immer. Und das Rosa gefällt mir extrem gut. Das kommt richtig schön soft raus. Ist irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Ein schönes Rosa, ne? Also kann man gut tragen. Ihr denkt euch jetzt so, oh Jenny, es ist voll außerhalb deiner Komfortzone. Ja, ist es. Es ist richtig hart außerhalb meiner Komfortzone. Ich mag halt gerne Peach und so, das ist überhaupt kein Problem. Aber dieses Rosa, puh. Und ich würde mal sagen, auf dem ungesetteten Paint Pot, ihr könnt es sehen,
Pipi einfach. Dann habe ich hier die Farbe First. Das ist so ein einfacher, ganz schlichter Cremeton. Ich mag das ja ganz gerne, wenn in Paletten sowas drin ist. Kann ich gut mitarbeiten. Den gebe ich mir nochmal hier oben so ein bisschen zum Verblenden hin. Wobei das nicht nötig gewesen wäre. Also das klappt wunderbar. So, soll ich mal was ganz Softes machen? Pass auf. Ich gehe in die Farbe Intense, weil die mich auch sehr anspricht. Keine Ahnung. Die sieht für mich aus wie so ein Altrosa. Ich bin super gespannt. Oh ja, die ist ganz schön pink. Die haut ganz schön rein. Damit baue ich das jetzt hier nochmal so ein bisschen auf. Geil. Ich glaube, das könnte meine neue Lieblingsfarbe sein. Das gefällt mir richtig gut. Intens. Ja, ist sie. Ich ziehe die mir nochmal so ein bisschen höher. Ihr wisst, mit so einem schlabberigen Schlupflid sieht man nicht so viel davon. Gott, ist das schön. Meine Güte. Ich liebe es. Okay. Also, da lässt sich überhaupt nichts aussetzen. Ich habe Bock auf Soul. Nee, Hard. Entschuldigung, auf Hard. Ich finde es so krass. In der Kamera sieht das mega knallrot aus. Aber hier ist es eher so ein gedecktes. Ein bisschen abschlagen. Fallout bisher ganz bisschen. Oh, guckt mal. Diese Farbe ist ja wohl traumhaft. Irgendwie finde ich es interessant, weil ich wollte eigentlich keine Reviews vorher gucken, aber ich konnte nicht anders. Ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und viele hatten so Patchiness. Wisst ihr, was ich meine? Also das sich so gesammelt hat und nicht sich verblenden ließ. Findet ihr, dass ich das gerade habe? Also jetzt mal. Ich finde, das sieht ziemlich smooth aus, oder? Findet ihr nicht? Ich finde das smooth. Ich gehe jetzt noch mal einmal in Heartbeat rein. Das ist dieser hier. Und verdunkel mir das noch mal ein kleines. Der ist ein bisschen pudriger. Also dieser Hard. Der hier, der war fast cremig, also der hatte auch null Fallout oder irgendwas. Dieser Heartbeat ist etwas krasser. Den tupfe ich mir, also ich mache das sehr häufig bei den Lidschatten von Natasha Denona, weil ich finde, dass die sehr stark pigmentiert sind und man muss sich an die auf jeden Fall ein bisschen rantrauen. Ich tupfe die ganz oft. Ihr seht, ich habe hier jetzt den Wayne Goss Nummer 18 übrigens. Habe ich mal eben gewechselt. Und damit tupfe ich das so ein bisschen auf. Und das mache ich auch ganz gerne mit diesen Cream Powder Dingern. Damit, finde ich, kann man ein super Ergebnis erzielen. So, und wisst ihr was? Ich meine, die Palette ist ja rosa, lila und so weiter. Und welcher Ton spricht mich am allermeisten an? Der güldene. Den nehme ich mir jetzt und gebe mir den auf den Rest. Ich bin verknallt. Guckt mal. Ach, der Ton, ne? Den ziehe ich mir jetzt einfach nur so von hier nach da und lass den hier auslaufen und bam. Ich gehe jetzt noch einmal mit dem Finger. Ich bin ja so eine Fingertante, ne? Oh, oh ja, oh Gott. Das ist ja wohl ein wunderschöner Ton. Ich werde verrückt. Bisschen Fallout habe ich jetzt mit dem, aber wenn ihr mir schon länger folgt, ihr wisst, normalerweise mache ich auch mein Augen-Make-up zuerst, gerade wenn ich solche Looks schminke, weil ich keinen Bock habe, dass dann meine Base unten drunter ruiniert ist. Ne? Ich habe jetzt nochmal Lust auf Passion, damit wir noch ein bisschen mit genug anderen gespielt haben. Da gehe ich jetzt auch nochmal. Ich mache das alles mit dem gleichen Pinsel, ne? Klopfe mir das ein bisschen ab. Und Passion gebe ich mir jetzt nochmal hier so ein bisschen hin. Oh ja, ich liebe Passion.
Obwohl es schon in die Richtung bärig geht, gefällt es mir extrem gut. Passion gebe ich mir jetzt auch einfach an den unteren Wimpernrand. Mit dem Wayne Goss Nummer 20. Das sind auch alle meine Wayne Goss Pinsel, die ich, also Augenpinsel, die ich habe. Und ich finde, wenn ihr euch sowas anschaffen wollt in so einem Preissegment, finde ich, damit glaube ich, seid ihr ganz gut bedient. Ich nehme jetzt nochmal Intense und gebe mir den nochmal hier so ein bisschen drunter. Was natürlich einfach ist, bei dieser Art von Farbkombination kommen meine grünen Augen natürlich mega zur Geltung, ne? Das muss man sagen. Jetzt habe ich mittlerweile ein bisschen Fallout hier und da. Könnt ihr vielleicht hier sehen. Wie gesagt, für mich nicht so relevant, weil ich mache eh immer und immer und immer bei solchen Looks mein Augen-Make-up zuerst, weil das wird mich jetzt ja voll belasten. Ne? Das wird mich fertig machen. Und für mich funktioniert auch diese Sache mit dem Puder drunter geben vorher nicht, weil ich will nicht so viel Puder unterm Auge haben. Bitte. Look Nummer 1. Ich zoome mich mal raus. Und das Coole ist, dadurch, dass die Farben natürlich ziemlich auffällig und kräftig sind, kommen die auch ganz gut raus. Ich habe vor, am Ende des Videos total crazy auszusehen. Das wollte ich euch mal gesagt haben. Pass auf, wir machen mal was ganz Mutiges. Und zwar, ich gehe direkt in diesen dunklen Ton. Das ist so ein Cream Powder Ding. Und press mir den einfach aufs Augenlid. Ja. Also, es ist immer, ich finde, es ist immer anspruchsvoll, mit einem dunklen Ton wirklich zu starten und ihn einfach echt komplett drauf zu hauen, weil ja, die sind eben einfach häufiger nicht so einfach zu verblenden, die dunklen Töne. Und wie gesagt, auch diese Textur hier, diese Cream Powder Textur von ihr ist, finde ich definitiv recht anspruchsvoll. Das fand ich ja bei der Metropolis auch. Aber nur weil die anspruchsvoll ist, heißt es nicht, dass sie nicht geil sind, weil ihr könnt schon sehen, ich finde, guckt mal, das lässt sich super geil aufbauen. Also ich finde das richtig gut. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Finger rein und haue das nochmal so richtig drüber. Guck mal. Also ich finde das super ebenmäßig, muss ich sagen. Für so einen Ton, das ist halt das Geile an dieser cremigen Textur, dass die erlaubt, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dass es so eine ganz, ganz ebenmäßige, ja, Base schafft. Und Leute, also ich finde, es lässt sich auch richtig gut hier oben so verblenden. Vielleicht sagt ihr jetzt, nee, Jenny sieht aus wie Kraut und Rüben, aber ich finde es richtig gut. Und da ist ja noch so ein Cream Powder Ding drin. Und ja, Leute, ihr wollt es. Ich hau mir mal hier das Lila in den vorderen Bereich und verbinde die beiden dann einfach miteinander. Ihr sagt immer, Lila steht dir voll, Jenny. Lila sieht voll gut aus bei dir. Ja, kann sein. Trotzdem bin ich einfach kein Lila-Fan. Wow. Wow, das sieht so geil aus. Naja, es sieht geil aus, Leute. Okay, und ich habe irgendwas Fieses im Auge. Ein Haar. Das muss ich mir jetzt erstmal rausoperieren. Chrome, nicht wahr? Und zwar natürlich den Lilan hier. Pure Love. Mit dem Finger. Wollen wir mal sehen, was Pure Love kann. Und dadurch das. Wow, okay. Ich denke, für die Liebhaber von Lila, für die könnte das durchaus was sein, oder nicht? Ja.
Und das war jetzt tatsächlich für so einen Look, das ist ja ein sehr intensives Smoky Eye. Pipi einfach, muss ich einfach sagen. Ich gehe jetzt nochmal in das Lila, wartet, in das helle Dream. Und das gebe ich mir jetzt nochmal unter das Auge. Ich bin echt mal gespannt, was Franka schminkt. Ich finde, in den Videos, die ich bisher gesehen habe, hatte ich immer das Gefühl, es ist alles sehr, kommt alles sehr bärig rüber. Auch die Looks, die die Leute geschminkt haben. Und ihr wisst ja, Bero und ich, ne, wir sind nicht so. Aber das hier ist eher so Feuer, so Pink Feuer. Und das ist halt Purple. Und zwar geil, es sieht geil aus. Okay, hör auf, Jenny. Ich hätte noch mal Lust mit einem kleinen, das hier ist der Luxe Pencil von Sueva in diesen Ton Blind reinzugehen. Das war übrigens, da hat sie so ein 10 cm Swatch auf ihrem Arm gemacht bei Instagram. Das probieren wir heute mal aus. Dann ist der Pen zwar alle, aber okay, ne? Und den gebe ich mir jetzt nochmal als Inner Corner Highlight. Okay, ja, ich mag. Ich mag dich. Wobei ich ja tendenziell kein Fan von silbernem Lidschatten bin. Ich weiß nicht, das war immer so eine Zeit in den, ich weiß nicht, war es die 90er oder Anfang 2000, da haben alle so Silber, so Silber auf dem Augenlid. Igitt. Also ehrlich, ganz schlimm. Und dann nehmen wir nochmal die Farbe Transparent. Uah, jetzt habe ich mich verzettelt. Die hier. Und die nehme ich als Inner Corner Highlight für das andere Auge. Oh ja, die liebe ich. Das ist so ein Gold Champagner Rosé Mischmasch. Okay, also hier habe ich jetzt schon relativ stark Fallout, muss ich sagen. Aber kann ich mit leben, weil, wie gesagt, der Tipp, der Trick, immer erst das Augen-Make-up. Wow. Auch mit Brille kann man das gut sehen. Das ist doch schon mal, ja, gerade beim Lila, ne? Meine grünen Augen kommen super krass zur Geltung. Ja, Leute. Also ganz ehrlich, ich habe ja Videos gesehen und war ein bisschen, hatte Bedenken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, was ist los? Was stört euch so? Also es haben ganz viele gemeckert, sage ich mal. Ne? Aber, was soll ich sagen? Alle Farben, die ich bisher benutzt habe, haben super funktioniert. Ich finde es geil, was dabei rausgekommen ist. Also das finde ich schon mal nicht schlecht. Leute, kommen wir zum Star of the Show für mich. Ja, ihr wisst, Wangenprodukte und ich, ne? Wir lieben uns. Vor allem, also als ich die Pressebilder gesehen habe, habe ich gedacht, okay, voll kitschig, ne? Aber ich muss einfach sagen, in real life, Leute, ist das... Entschuldigt bitte, ja? Ihr wisst, ich bin eigentlich nicht so für rosa Kitsch, aber ich bin voll für Holo, ne? Und diese Dinger da drin sind so Holo. Also ich finde sowas von geil. Vor allem, ich habe das so ausgepackt und meine Tochter ist fast ausgerastet. Sie so, Mama, was ist das? Ich will das. Ich so, na, das ist meins. Das gebe ich nicht her. Also passt auf, ich habe alles schon drauf. Ich habe auch schon, also ich habe Foundation, bisschen Bronzer, mehr nicht. Also kein Highlighter oder irgend sowas in der Art. Ich weiß aufgrund der Paletten, die ich schon habe, ja, dass diese Cream-Geschichte wunderbar funktioniert auf Puder. Also ich benutze die Bloom leidenschaftlich und bei der Bloom sind ja zwei so Creme, ich zeige euch die gleich nochmal im Vergleich, sind zwei so Creme-Dinger drauf.
drin und ich benutze die immer auf Puder. Also ich mache nicht irgendwie, so wie bei den meisten anderen Cremeprodukten, dass ich erst das Cremeprodukt mache und dann pudere. Mache ich da nicht. Ich nehme jetzt meinen, also sprechen wir erstmal kurz über die Palette. Wir haben hier einmal eine Glow Cream Base, einen Super Glow, dann haben wir das Diamond Powder, ihr kennt mich, und Glow Impact. Ja. Also, lasst uns gleich voll loslegen. Und natürlich fange ich an mit der Glow Cream Base. Ich nehme mein It Cosmetics Nummer 7. Und... okay, bitte. Nein, ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Okay, jetzt kommt's. Ich hatte schon... also, ich hatte ja so ein bisschen Angst, dass man davon nicht viel sehen wird. Na komm. Toll. Gleich sieht sie so aus, wisst ihr. Aha, jetzt. Jetzt ist es natürlich, was soll ich sagen, traumhaft. Ich muss sagen, ich hatte ein paar Reviews gesehen und ich fand das bei der einen oder anderen die Textur extrem hervorgehoben wurde. Finde ich jetzt hier nicht so schlimm bei mir. Oder? Findet ihr schlimm? Geht, ne? Nehmen wir den total abgewetzten Morphe M509. Ich werde immer wieder gefragt. Und ich nehme den Super Glow. Ich gehe da mal so ein bisschen vorsichtig rein. Und das gebe ich mir jetzt einfach obendrauf. Gerade bei neuen Geschichten, ich raste gleich aus, Leute. Habt ihr auch immer irgendein Haar, was nervt? Bei neuen Geschichten kann man ruhig mal so ein bisschen vorsichtig rangehen. Und Leute, was soll ich sagen? Irgendwer hat mir geschrieben bei Instagram, Jenny, du wirst die Rouge-Palette lieben. Und ja, recht. Recht hast du, mein Schatz, recht hast du. Weil ich mag natürlich eine auffällige Wange. Und wenn das keine auffällige Wange ist, dann weiß ich auch nicht. Wunderbar, wunderbar. So, Highlighter nehmen wir mal den Anastasia Beverly Hills Highlighter Pinsel und nehmen den Glow Impact. Das ist das. Das finde ich ja in der Tan Palette ist auch so ein Glow Impact drin. Richtig geil. Ich habe hier nur irgendwie Befürchtungen. Glitzerbefürchtungen. Minimal, will ich mal sagen. Minimal. Das ist auch so ein Puder, da kriegt er nicht so viel ab. Das ist so ein ganz hart gepresstes. Wahrscheinlich so ein... wahrscheinlich ist das irgendwie gegossen. Diese besondere Textur, die ich so mag. Aber, guckt mal. Das ist doch... ich habe wieder keine Brille auf. Das Einzige, was ich sehe, ist Glow in meinem Display. Also wundert euch nicht, warum guckt sie so behämmert. Komm, machen wir mal richtig schön. Also vom Weiten, ohne Brille, gefällt's mir. Lass mal schauen. Brille auf. Ja. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich ziehe hier mal dieses Teil hier ab. Weiß nicht, manche finden das ja mega, ne? Oh ja, das ist eine Statement-Chic, würde ich mal sagen. Ja, und weil das Ding jetzt nun mal da drin ist in der Palette, werde ich es auch einmal vor der Kamera hier benutzen, und zwar diesen Diamond Powder. Ich weiß gar nicht, mit was für einem Pinsel ich das machen soll, ehrlich gesagt. Ich nehme mal hier so einen Rouge-Pinsel von Zur Eva. Dieses Diamond Powder. Ich habe in der Daria schon Diamond Powder. Und für mich ist das halt Glitzer hoch 1000. Und ihr wisst, Glitzer auf meiner Wange ist nicht. Das ist voll schade, weil das hat so einen ganz geilen, schieren, pinken Unterton. Also das... Diamond Powder ohne Diamond. Das wäre was für mich. Ja, okay, das ist natürlich heftig. Ne? Also das werdet ihr niemals auf meinen Wangen sehen im echten Leben. Ich versuche mal.
das ist jetzt wie Fasching, ne? Also klar, auf der nächsten Faschingsparty oder beim CSD oder beim Schlager-Move oder so, wo ich niemals hingehen würde, da wäre das was, nicht wahr? Wobei, vom Weiten ist schon mega, ne? Vom Nahen ist natürlich Glitzer, also extrem Glitzer. Weil es trotzdem geil aussieht, ne? Vielleicht sollte ich doch mal zum Schlager-Move gehen. Ich habe eine Freundin, die geht da immer hin, deshalb, ich finde das so schräg, ne? Aber mal abgesehen von dem Diamond-Ding, denke ich, wird das mir Spaß bereiten, das Ding. Ich wollte euch mal die Blumen dagegen halten. Und weil doch auf den ersten Blick denkt man so, oh, da ist viel Ähnlichkeit. Achtung, meine Blumen hat schon gelebt, ja. Die sieht schon ein bisschen anders aus. Das ist meine Blume. Das ist die neue. Was ich halt bei der Blume überhaupt nicht mag, ist das Glow Extreme. Das ist dieser Highlighter da drin. Der hat eine geile Textur, finde ich, aber für mich ist der zu glitzerig. Das ist hier das Glow Extreme aus der Blume. Und ich swatch euch mal daneben den Glow Impact, heißt es, ne? Wartet, mal gucken, ey. Glow Impact Powder aus der Love. Das ist das Glow Impact. Es ist recht dunkel, muss ich sagen. Aber ich finde, auf meiner Haut tragbar. Glow Impact aus der. Und dann zeige ich euch nochmal das Glow Impact aus der Tan. Das ist ähnlich, aber goldener. Also das Glow Impact aus der Love hat so ein Peach-Rosé-Unterton. Und der Glow Impact aus der Tan ist goldener, wie ihr sehen könnt. Wobei von der Textur gefällt mir der Glow Impact aus der Tan besser. Dann zeige ich euch einmal die beiden. Ich habe hier einmal einen Cream Blush und einmal Cream Glow Base aus der Bloom. Das ist die Glow Cream Base aus der Bloom und das ist das Rouge. Juhu! Und dann zeige ich euch daneben die Glow Cream Base aus der Love. Machen wir mal dazwischen. Ist ein bisschen, als würde man die beiden mischen und wenig davon reinmachen. Obwohl, ja doch, also es ist schon ein bisschen ähnlich, aber anders. Also ich finde vor allem jetzt so auf der Wange hat die Glow Cream Base aus der Love Palette noch mehr Glow. Also gefällt mir extrem, extrem gut, muss ich sagen. Dann swatchen wir noch nebeneinander die, wie heißt du nochmal? Duo Glow. Ah, okay, hier heißt es Duo Glow. Aus der Bloom. Und den Super Glow aus der Love. Duo Glow aus der Bloom, Super Glow aus der Love. Und das hauen wir mal hier hin. Das war jetzt Duo Glow und das hier ist Super Glow. Okay, also das Duo Glow ist viel peachiger, viel güldener und das Super Glow ist richtig schön rosa. Ja, also nur mal um die Vergleiche zu sehen zwischen den Paletten, weil auf den ersten Blick denkt man schon, es ist recht ähnlich, ne? Aber definitiv dürft ihr beide haben. Also ihr könnt gerne beide haben, vor allen Dingen die. Nur ich muss die irgendwie verstecken. Also ich kann die nicht hier einfach offen stehen lassen. Ich glaube, da wird meine Tochter die alle Nase lang irgendwie am Wickel haben. Das will ja auch keiner. Wollen wir Gesichtswatches machen? Ich mache das wieder wie letztes Mal. Habe ich das auch nach Finishes geswatcht. Das mache ich jetzt auch. Und zwar will ich mal anfangen mit K. Das waren doch nur zwei, ne? Immer gucken. Genau, K, Passion und Lifetime. Also, Lifetime. Ich habe natürlich jetzt da schon Highlighter drunter, aber spielt nicht so eine Rolle, ne? Lifetime ist mega. Und Passion, auch die habe ich ja auch schon benutzt, die beiden.
Alter, Passion ist so geil. Ich komme näher. Oh mein Gott, Passion. Das ist so fies, weil die Kamera gibt es nicht wieder. Die Kamera gibt es nicht wieder, weil der hat so ein... Da sind so pink-goldene Reflex drauf. Mega. Also richtig, richtig geil. Richtig geil. Aber die Cream Powder Dinger, das ist einmal hier Commitment. Commitment. Commitment ist tatsächlich, ist ja das, was ich hier komplett drauf habe und es gefällt mir extrem. Es ist zwar Purple, aber nicht so richtig. Also es ist so ein dreckiges Lila, ne? Als wäre es in Schlamm gefallen. Und dann haben wir noch Dream. Dream wird jetzt wahrscheinlich eher nicht etwas, was ihr viel auf meinem Gesicht sehen werdet. Wobei es mir auch gefällt. Also es gefällt mir tatsächlich. Mhm. Dann haben wir zwei Duochromes. Das sind die beiden. Giving hatte ich noch nicht. Am Wickel. Giving. Giving. Oh Gott. Auch das gibt die Kamera einfach nicht wieder. Das ist mehr so Topper-mäßig, würde ich sagen. Ja, so ein Topper. Richtig schön. Ja. Und Pure Love. Auch den hatte ich ja schon auf dem Auge benutzt. Pure Love. Also Pure Love ist auch richtig geil. Auch das... Fuck off. Blöd. Warum nehmen die Kameras das nie auf? Pure Love ist auch geil, weil es so ein... Es ist Duochrome, aber es hat auch wieder so eine unaufdringliche Base. Also es sieht hier ja sehr lila aus im Fännchen. Aber in echt, wie ihr sehen könnt, es ist sehr unaufdringlich und trotzdem geil. Kommen wir mal zu den Creamy Mattes. Da fange ich an mit Trust. Der hier. Oh ja, jetzt guck mal, mein ganzes Setup könnt ihr sehen. Trust, das ist dieser helle, cremefarbene. Wird wahrscheinlich, wo swatche ich das jetzt mal hin? Wird wahrscheinlich recht unspektakulär sein. Machen wir es mal hier hin. Hat aber so ein peachy, auch schön. Ich glaube, für relativ helle könnte das auch ein guter Transition-Ton sein. Dann nehmen wir Heartbeat. 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 Oh, schön auf die Poren geswatcht. Auch Heartbeat ist schön. Trust. Trust hatte ich noch gar nicht, ne? Haben wir noch gar nicht gehabt irgendwie. Oh. Trust ist ein... Ja, okay, alles klar. Oh, schön porig, ey, sorry. Naja, für euch ist der Swatch ganz okay. Für mich von Namen sieht man nur Poren heute. Das ist auch eine ganz... Ist ein schönes, auch so ein grau-mattes Lila. Finde ich auch gut. Dann haben wir Hart. Hart hatte ich ja auch schon benutzt. Meine Kriegs... Hart lässt sich bescheiden swatchen. Nicht so gut vom Swatch. Mm-mm. Aber das hatten, glaube ich, auch viele gemacht, dass sie halt erst geswatcht haben und dann so ein bisschen unglücklich waren wegen den Matten. Aber das war, glaube ich, nicht schlecht, dass ich zuerst den Augenlook gemacht habe. Dann kommt Soul. Gehen wir mal hier hin. Soul. Lässt sich auch nicht so megamäßig swatchen, ist aber schön. Soul ist so ähnlich wie, was habe ich denn hier? Heartbeat. Mhm. Intense. Auch, ich muss ganz ehrlich sagen, die Swatches sind nicht herausragend. Also die Swatches sind nicht so wie jetzt zum Beispiel bei der Metropolis. Ich verlinke euch mal ein Video zur Metropolis, da habe ich dir auch auf dem Gesicht geswatcht. Und dann haben wir noch Valentine, dieses Rosa. Auch hier, ich finde die Swatches unspektakulär, um es mal so zu sagen. Ja. Jetzt haben wir noch zwei Metallics und da habe ich einmal Transparent. Den nehmen wir mal hier hin. Oh nein, ihr seht ihn nicht. Bitte. Transparent. Das ist geil. Das ist geil. Ich swatche es nochmal hier hin. Ne, ihr seht den wirklich so gut wie nicht. Ich drehe mal. Der ist so Champagner. Ihr werdet so geblendet von dem Highlighter. Ey. Ja, so Champagner mit so einem Rosé. Also der gefällt mir richtig gut. Einmal zack, übers Lid, fertig. So, blind, ne?
Wollen wir mal blind so einen 8 Meter langen Swatch machen? Wie sie? Okay, 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 okay. Na gut, nun gut. War nicht gelogen. Also ich hätte vielleicht noch mal ein bisschen mehr reingehen können, aber ich bin nicht viel reingegangen und ihr könnt es sehen. Also das Silber, ich denke, wer auf Silber steht, der wird hier glücklich. Okay, Leute. Yes. Jetzt gehe ich arbeiten. Nee, erst hole ich mein Kind vom Kindergarten ab. Das war meine First Impression zur Natasha Denona Love Collection. Es gibt ja noch 3 Lippenprodukte. Ich glaube, Franka hat die. Also wenn es euch interessiert, dann guckt doch bei ihr im Video unbedingt vorbei. Die wird sie euch da zeigen. Erst habe ich überlegt, ob ich sie mir hole, aber dann habe ich gedacht, ach Jenny, du wirst sie eh nicht benutzen. Und dafür ist es dann halt auch einfach zu viel Geld. Muss man einfach sagen, ja, für etwas, was du, wo du weißt, du benutzt es nicht. Ja, das macht keinen Sinn. Also passt auf, ich war sehr skeptisch. Ich hatte die Palette gesehen und habe erst beim ersten Pressefoto dachte ich, ich bin raus. Dann habe ich die Swatches gesehen auf ihrer, in ihrer Story bei Instagram und dann habe ich gedacht, okay, fuck off, ich muss sie haben. Dann habe ich die Rouge-Palette gesehen, habe ich gedacht, okay, keine Frage, die willst du auch. Das war von Anfang an klar. Und dann habe ich tatsächlich mir ein paar Reviews angeguckt und ich habe nicht viele geguckt, aber die, die ich geguckt habe, also keine war richtig begeistert, muss ich sagen. Also alle waren so, naja, auch eine Abonnentin von mir hat mir schon geschrieben, es ist die schlechteste von allen auch eine Abonnentin hatte mir schon geschrieben, dass sie die als schlechteste Natasha Denona Palette empfindet, von denen, die sie hat. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also ich finde, die Looks, die beiden Looks, die ich damit gemacht habe, astrein. Also ich kann nichts Negatives sagen. Ich kann nicht sagen, es hat sich irgendwas schlecht verblenden lassen oder weiß der Geier was. Alles war richtig gut. Und hier ist natürlich einfach, hallo, interessieren euch die Farben? Dann, wenn ihr Bock habt, holt sie euch, wenn ihr so viel Geld ausgeben wollt. Wobei ich jetzt den Preis in Ordnung finde. Also ich finde das nicht überteuert oder so. Ich finde andere Paletten überteuert. Wenn ihr die Farben doof findet, dann lasst es. Ja, es ist wirklich, es ist so. Bei der Rouge-Palette muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ihr Bock auf Glow auf den Wangen und viel Bams auf den Wangen habt, dann haut rein, ja. Das sage ich aber auch über die Blumen. Also ich werde immer wieder gefragt, ob die Blumen was ist, ob die toll ist. Ja, die Blumen ist eine meiner absoluten Lieblingspaletten, weil die haut richtig rein. Und die... ja, die haut auch richtig rein, muss ich sagen. Also, ich glaube, die beiden in Kombi, das könnte richtig gut sein. Ja, Leute, das war meine First Impression. Sagt mir doch bitte, ob ihr noch mal Lust habt auf noch ein Video mit noch ein paar Looks einfach, ganz easy peasy. Wenn ja, sagt mir Bescheid. Ansonsten, ja, viel Spaß beim Shoppen. Tschüssi.